Willkommen zum dritten Part von Lost in Game Translation. Eine Videoreihe, in der ich jeweils das japanische Original mit der deutschen Übersetzung gegenüberstelle und sehen möchte, inwiefern sich der Inhalt voneinander unterscheidet, wie die Übersetzung den Inhalt teilweise verändert oder wie und ob die Übersetzung sogar besser ist als das Original. Ich habe dabei nicht die absolute Richtigkeit und die einzige Wahrheit gepachtet. Genauso wird es kein Rant auf die Übersetzung werden, sondern ein cooles Video, welches auf die Übersetzung und Eigenheiten der japanischen Sprache eingeht. Denn Secret of Mana's Historia mit seiner Übersetzung ist eine sehr wilde, auf die ich auch im ersten Part genauer eingegangen bin. Wir tun einfach mal so, als ob das letzte Video nicht über ein Jahr her ist und hauen direkt rein. Nämlich vom Zwergendorf in den Wassertempel, wo Aquaria uns auch gleich weiter zu Pandoria schickt, da Victor immer noch nicht zurückgekehrt sei. Also nichts wie hin und vor dem Eingang begegnet die Gang Heidi oder Pamela, wie sie im Original heißt. Ich mache eine Reise ohne Wiederkehr. Es war schön mit euch. Reise ohne Wiederkehr ist eine blumige und auch sehr schöne Beschreibung für das, was sie auch im Japanischen sagt. Atashi, kore kara ikinie ni naru desu. Ii desho? Hier gibt es ein paar interessante Punkte. Einerseits das Wort ikinie, welches Opfer bedeutet, und zwar im Speziellen ein Opfer an einer höheren Macht, einer Gottheit. Ikenie ist dabei in Katakana geschrieben, weil vermutlich die Kanji nicht so geläufig sind, da in Japan der 90er Jahre Opferrituale nicht so im Trend waren. Ikenie ni narun desu. Das kleine zu und te bedeutet ein Quote, quasi die japanischen Anführungszeichen. Atashi kore kara ikenie ni narun desu. Also, mir wurde gesagt, dass ich nun als Opfergabe dienen werde. Ii desho? Ich denke, das ist okay. Desho oder desho in einer mehr casual Art es zu schreiben oder daro bedeuten alle dasselbe. Nämlich bringt dies je nach Kontext eine Art Ungewissheit in die Aussage. Es wird benutzt, wenn es keine absolute Wahrscheinlichkeit gibt, dass dieses und jenes eintreffen wird. Wenn ihr euch mal japanischen Wetterbericht geben solltet, dann hört man desho öfters. Zum Beispiel in den Satz Ashita wa ame ga furu desho. Da sich das Wetter nicht zu 100% vorhersagen lässt, setzt man desho am Ende. Morgen gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass es regnen wird. Bei einer persönlichen Aussage kann man desho nutzen, um dies etwas abzuschwächen. Also im Groben lässt es sich mit ich denke oder ich finde übersetzen. In Heidis Fall hier bedeutet also i desho, ich denke, das ist okay. Und das gibt dir eine Unsicherheit in der Tonalität. Die steht eindeutig unter einem Woody-Woody-Zauber und ist nicht sie selbst, aber im Unterbewusstsein sich doch nicht so sicher, ob ihre Idee, sich zu opfern, so mega geil ist. Im Deutschen kennt die Frau allerdings keine Angst vor dem Tod. Es war schön mit euch. Seht zu, mal Idiot. Und das Ausrufezeichen unterstreicht das Ganze noch. Weiter in dem Tempel des Grauens treffen wir auch auf den vermeintlichen Obermacker Tantalus. Ich habe ihr die Lebenskraft entzogen. Nun ist sie meine Sklavin. Tantalus wirkt im direkten Vergleich im Deutschen noch etwas arschiger, was aber auch gut zu so einem bösen Bösewicht passt. Aber eins nach dem anderen, denn im Japanischen sagt er Warui na, sude ni seiki o nukasete moratta yo, sono musume wa mo watashi no shujitsu na shimobe sa. Leider wurde sie bereits all ihrer Energie beraubt, sie ist nun meine treu ergebene Dienerin. Dienerin hört sich vielleicht noch ein wenig netter an als Sklavin und Seiki wurde mit Lebenskraft übersetzt und es kann sein, weil ich schon ewig lange an diesem Skript sitze und alles überinterpretiere, aber Lebenskraft entzogen wirkt auf mich, okay, er hat sie straight up getötet. Im Kontext würde vielleicht Energie etwas besser passen, denn Seiki kann unter anderem Lebenskraft, Vitalität, Energie oder ähnliches bedeuten. Aber das ist der Vorteil, den ich in diesem Video habe. Ich kenne den Kontext, weil ich das Gameplay und die Szene dazu sehe. Der Übersetzer wird seinerzeit vermutlich weder das eine noch das andere zur Verfügung gestellt bekommen haben. Blablabla bla bla jedenfalls und ab geht es zu einem Boss, der so ist, yo, ihr habt die ganze Zeit eure Magie nicht gelevelt? Ja, dann verpisst euch, denn hier kommt ihr nicht weiter. Wand besiegt und Tantalus düdelt weiter, aber nicht ohne sich vorher zu verabschieden. Was? Matao. Auf ein erneutes Wiedersehen, oder? Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, ihr Hübschen. Ah, klassischer 90s-Mäuse. Auf jeden Fall geht ganz viel Shit ab und der Wassermana-Samen wurde gestohlen, weswegen die Gang sich auf den Weg zum Zwergendorf macht und auf die Diebe treffen. Im Japanischen stellt sich deren Boss gleich vor. Yokoso, Gakincho no minasan. Wareware, Sekai Seifuku, Takuramu Scorpion-Dansa.
Willkommen, ihr Rotzlöffel. Wir sind die Scorpions und planen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Gaki ist dabei eine abfällige Bezeichnung für ein Kind. Man kann es übersetzen mit Rotzlöffel oder Balg. Joe hier gibt dem Wort noch eine stärkere, beleidigende Note. Die Begrüßung, welche vielmehr ein Diss war, fällt im Deutschen zwar weg, aber die Kernaussage des Textes bleibt die gleiche, obwohl die Info mit der Weltherrschaft komplett wegfällt und somit auch die Intention der Gegenspieler. Ihr wollt wissen, wozu wir den Mana-Samen brauchen? Wir brauchen den Samen, um unseren Super-Roboter in Gang zu bringen. Wir nennen ihn Thrill Boy. Im Japanischen haben wir nicht nur den Kontext, dass die Diebe mit dem Samen den Roboter in Gang bringen wollen, um mit diesem die Weltherrschaft zu bekommen, sondern der Anführer hat auch eine komödiantische Note in seinem Text, da er den Roboter in absolut lächerlichen Superlativen ankündigt. Shushikara. Bakudaina Energie o toridashite super special deluxe gorgeous robot Ichiru-kun ga koko ni tanjou suru sa. Wir werden aus dem Mana-Samen eine riesige Menge Energie entziehen und dann wird der super special deluxe gorgeous Roboter Ichiru-kun auferstehen. Einerseits haben wir hier Pi-Katakana-Ästhetik, denn in Katakana werden unter anderem Wörter geschrieben, dessen Herkunft nicht japanischen Ursprungs sind. Das Wort Ramen beispielsweise wird meistens in Katakana geschrieben, da das Gericht ursprünglich aus China kommt. In der Textbox hier haben wir es mit englischen Wörtern zu tun, die in Katakana geschrieben und der japanischen Aussprache angepasst worden sind. Super, Special, Deluxe, Gorgeous. Englische Wörter, die auch dieselbe Bedeutung haben. Deswegen für Sprachlerner ein Semi-Pro-Tipp von mir. Wenn ihr ein Gespräch führt und nicht wisst, wie ein bestimmtes Wort im Japanischen heißt, sprecht einfach das englische Wort in japanischer Aussprache aus, denn oftmals wird euer Gegenüber das verstehen. Roboter besiegt, die Diebe hauen ab, wir gehen wieder zurück zum Wassertempel und dann alle so, hey, was und wie? Und letztendlich landen wir im Vier-Jahreszeiten-Wald oder Shikinomori. Dort treffen wir auf die kleinen Bewohner des Waldes und auch eine direkte Referenz auf das Franchise, aus dem die Mana-Reihe geboren wurde. Und zwar den Moguri, Mogri im Deutschen oder Mugel im Englischen. Die kleinen knuddeligen Viecher der Final Fantasy Serie, die mal mehr oder mal weniger süß sein können. Ja, ich schaue dich an, Wasserkopf, Junge. Die Mana-Reihe heißt Seiken Densetsu in Japan. Das erste Spiel der Reihe hatte zum Release aber noch einen Untertitel spendiert bekommen. Final Fantasy Gaiden. Gaiden bedeutet in dem Kontext einfach Spin-Off, also ein Final Fantasy Spin-Off. Um das erste Seiken Densetsu in Japan besser vermarkten zu können, wird deswegen vermutlich der Titel auch gewählt worden sein und um das Ganze zu verbinden, haben auch die Mogris ihren Gastauftritt. Hierzulande war die Final Fantasy Serie zu der Zeit nicht existent und es wurde gut darauf geachtet, diese beiden schlimmen Wörter zu verbannen, damit die deutschen Kinder nicht hinter der schrecklichen Wahrheit kommen. Final Fantasy Mystic Quest? Auf Nimmerwiedersehen. Mogris? Klingt wie eine Krankheit. Lasst uns was anderes ausdenken. Zappler. Yeah, das ist der Shit. Ziel ist es, das Dorf der Elfen zu finden, welches im Wald nur in einer bestimmten Reihenfolge zu schaffen ist. Hier ist sehr schön zu sehen, was für ein Struggle es ist, wenn man aufgrund der Textboxen nur begrenzt Platz zur Verfügung hat, aber dennoch die wichtigsten Informationen verbauen muss, gerade wenn es sich um ein Rätsel handelt. Die Reihenfolge der vier Jahreszeiten ist des Rätsels Lösung. Super kryptisch, aber dennoch offensichtlich. Der Wald ändert seine Jahreszeit und muss in der richtigen Reihenfolge abgelaufen werden. Und die Rechnung der Jahreszeiten fängt normalerweise beim Frühling an. Das hat dennoch etwas Trial and Error zufolge, aber ist dennoch machbar. Im Japanischen wird einem die Lösung direkt gesagt. Es ist gar kein Rätsel mehr, sondern einfach eine Anweisung. Morio haru kara kisetsu no jun ni gurutto mawatte haru ni modoreba soko kara yosei mura ni modoreru nda. Wenn wir in diesem Wald vom Frühling aus im Uhrzeigersinn die Reihenfolge der Jahreszeiten ablaufen und wieder im Frühling ankommen, erreichen wir so das Dorf der Elfen. Gemacht getan, das Dorf erreicht und einen Bosskampf später erreichen wir den nächsten Schrein und erfahren, dass das Imperium auch hier gewütet und die Elfen mit sich genommen haben. Diese gilt es natürlich zu befreien und dazu bekommen wir auch unsere nächste Magie in Form eines Geistes mit auf dem Weg, der im Deutschen viel frecher und direkter übersetzt wurde. Ihr habt gerufen, Alter? Na, muss das sein? Und damit stießt er sich auch uns unfreiwillig an. Switchen wir zum Japanischen. Oyubi desu ka, Kushujin-sama. Ihr habt gerufen, mein Gebieter. Und als der Opa dann sagt, dass der Geist mitkommen soll, Kashikomarimashita. Minasama, kongotomo yoroshiku. Ich habe verstanden. Von nun an stehe ich euch zur Seite.
Der Geist benutzt Keigo, die Höflichkeitsform im Japanischen, welches unter anderem durch die Präfixe O und Go sowie das Suffix Sama vor Oyubi desu ka und Go Shujin Sama gekennzeichnet wird. Wir können Go und Sama hier wegnehmen und das Wort würde dasselbe bedeuten, jedoch die Tonalität und letztendlich die Aussage deutlich ändern. Lässt man es weg, ist die Ansprache sehr direkt und, ja, unhöflich. Gerade in der japanischen Arbeitswelt ist das Meistern von Keigo sehr wichtig, da dies viel verwendet wird. Der Kunde eines Ladens ist hier nicht einfach nur Gyaku, sondern Ogyakusama. Eine Erkenntnis, die ich auch schmerzlich begreifen musste, als ich in Japan meinen ersten Nebenjob in einem Izakaya hatte und diese Wahnsinnigen mich tatsächlich auf Kunden losgelassen haben. Jedenfalls weiter geht's nach Pilzhausen, wo wir von einer Legende hören, dass damals der Held auf einem weißen Drachen das Böse besiegte und, wie der Zufall so will, wurden gerade zwei Drachen gesichtet, die gegen eine miese Schlange kämpfen und dabei leider ihr Leben lassen. Der übrig gebliebene Babydrache wird aber gefunden, dem Pilzkönig übergeben und ab geht's geil in die Wüste. Ein Punkt, der leider zumindest in der alten Übersetzung nie Beachtung gefunden hat, ist, dass Popoi als Elfe kein klassisches Geschlecht hat. Im Deutschen soll sie weiblich sein und wird dementsprechend auch so bezeichnet. Im japanischen Skript wird der Charakter allerdings immer neutral mit dem Namen oder Du angesprochen. Popoi selber nutzt für sich Euler, ich, welches eine andere Form von Ode ist. Aber bezieht sich das eher auf den frechen Charakterzug und nicht darauf, dass die Person männlich sein soll. Wer mehr darüber erfahren möchte, im letzten Part bin ich noch etwas genauer auf die verschiedenen Personalpronomen eingegangen. Durch die Wüste und auf ein Schiff gelandet, welches die Gruppe rettet und zum Dank müssen sie auf den Ding schuften. Aber weil die Geschichte so nicht enden kann, versucht die Gruppe auch gleich wieder von dort abzuhauen und um das zu schaffen, müssen wir erstmal an den Wachen vorbei. Taienda, Churibani, Nezumi ga detta yo, Tabumono ga naku natchau so. Es ist schrecklich, Ratten sind in der Küche und fressen die ganzen Vorräte. Nani? Sore wa taien da. Das ist eine Möglichkeit, die Leute loszuwerden. Die andere ist... Weiter geht's und das Imperium greift samt Boss an, der aber unserer neuen Magie nicht gewachsen ist. Und von der Wüstenstadt El Oasis geht's direkt in den Feuertempel. Na, nicht ganz, denn dort ist es so fucking heiß, dass wir erstmal einen Abstecher in das Eisland oder eben auf der Weihnachtsinsel machen müssen. Wir treffen auf ein Rentier, der in der Übersetzung noch den passenden Namen Rudolf bekommen hat und dann geht's auch schon an einen Boss und es folgt ein Wiedersehen mit einem der Krötenheinis, die den Mana-Samen gestohlen hatten. Inhaltlich ist das Deutsche und Japanische im Grunde identisch, auch wenn das Original das Aufeinandertreffen nochmal aufgreift. Na? Nanda, omaera? Doka de awanakatta? Ma, ika. Hä? Warte mal, hier, haben wir uns nicht schon irgendwo mal getroffen? Na, ist ja auch egal. Das geschwungene Ding schimpft sich Kada und findet Verwendung unter anderem in der Aufzählung von Abständen wie zum Beispiel von Montag bis Freitag und wird benutzt als eine Verlängerung der Silbe und um dem Wort und der Aussage mehr Tonalität zu geben. So wird aus dem N ein N. In Schriftform ist das eine einfache und gängig genutzte Methode, um die Betonung seiner Wörter zu visualisieren. Akane-chan, kyou mo kawaikatta na. Hai. Ano, kikitai koto aru yo. Iisu ka? Nani? Ore to tsukiatte kurenee ka? Kiero. Der Froschjürgen möchte jedenfalls, dass wir auf den Ofen aufpassen, während er kurz weggeht, wir diesen aber auf keinen Fall öffnen dürfen. Gesagt, nicht getan und drin ist der Feuergeist, der sich uns auch gleich anschließt. Die Echse im Gepäck geht es weiter gegen einen Boss und wir treffen auf den Chef der Coca-Cola Company. Weihnachtsmann, alter Geselle, geht es dir gut? Dieser ganze Weihnachtsmann-Part samt der Namensänderung zu Rudolf gefällt mir im Deutschen richtig gut. Im Japanischen wird Rudolf einfach nur als Rentier bezeichnet und ähnlich wie auch beim Geisterfreund vorher benutzt Rudolf ebenfalls Keigo, die Höflichkeitsform. Kushujin-sama, Santa Claus-sama, Gobuji deshita ka? Mein Herr, oh Weihnachtsmann, seid ihr unverletzt? Natürlich ist alles gut
und der Weihnachtsmann überreicht uns den Feuersamen, mit dem es endlich in den Tempel gehen kann. Samen zurückgebracht ist aber immer noch nicht alles geil, da die Sandleute kein Wasser haben und ein bestimmtes Item, das Dingelchen, brauchen, welches wir hier aber nicht finden, sondern direkt in das Imperium müssen. Dort treffen wir auf Maria. Hey, ich weiß, wer ihr seid. Woher? Oder Omae tachi no koto wa shitteru yo, gefolgt von still. Maria ist eine Spionin innerhalb des Imperiums, die uns weiterhilft, aber nicht, ohne uns vorher über ihren Mann zu erzählen, der in Gefangenschaft geraten ist. Ein Punkt, auf dem im Japanischen ein wenig mehr eingegangen wird und auch eine noch drastischere Note bekommt. Motto wa tanaga so datan da kedo teikoku no himitsu o irete nigeru tochuu de. Mein Mann war ebenfalls ein Spion. Er hatte Informationen vom Imperium gestohlen und während der Flucht wurde er geschnappt und... Tochu heißt währenddessen oder inmitten einer Aktion. Das Japanische impliziert auch, dass der Mann während der Flucht gestorben ist. Einerseits benutzt sie die Vergangenheitsform, als sie von ihm spricht, und außerdem unterbricht sie ihren Satz mittendrin mit U-U-U, was ein Schluchzen bedeuten soll. Sie gibt uns das Codewort, mit dem wir durch die versteckte Passage zu dem Widerstand kommen. Wir bekommen auch die Info, dass Hagen, wer war das nochmal, in einer Ruine ganz in der Nähe die Leute hypnotisiert. Also nichts wie hin, und vor dem Eingang treffen wir wieder Heidi, die immer noch benebelt ist. An ihr vorbei geht es in den Dungeon, der eine Copy-and-Paste-Version des Tempels zu Beginn dieses Videos ist, samt selben Boss, und treffen dann anschließend auf Hagen. Der ist aber nicht er selbst und haut seine Verlobte aus den Latschen und das kommt bei den restlichen Party-Membern natürlich nicht gut an. Unser MC prügelt im wahrsten Sinne des Wortes Hagen wieder Verstand in seiner Birne und der erzählt, wo sich der nächste Boss befindet. Und diesmal geht es zu zweit hin, denn Prime ni Shinigami ga tsuita. Prim wurde vom Sensenmann geholt oder sie ist hinüber. Boss besiegt, die Truppe ist wieder ganz, aber Hagen ist nicht mehr dort. Prim ist im Deutschen aber ganz zuversichtlich, dass sie ihn schon finden wird. Im Japanischen liest sich das irgendwie nicht so eindeutig. Heikeyo, ikite ireba, itsu kitto mata aeru mon ne. Schon okay, falls er noch lebt, werden wir uns sicherlich irgendwann wiedersehen. Auf das ne am Ende eines Satzes bin ich im letzten Part schon eingegangen. Es ist die rhetorische Bestätigung einer Aussage, quasi das oder, ohne dass man auf eine Antwort seines Gegenübers wartet. Die Gruppe erreicht die freudige Nachricht, dass das Imperium keinen Bock mehr hat und den Frieden anstrebt. Dazu soll der Widerstand doch einfach in ihrer Basis aufschlagen, damit die Formalitäten ganz easy geklärt werden können und dann ist alles cool. Wow, das war eine Falle. Und die Soldaten sagen Adios Amigos und kicken die Kinder in den Keller. Im Japanischen ist der Text noch ein paar Boxen mehr in die Länge gezogen, läuft aber auf selbe hinaus. Es geht nochmal gegen den allerersten Boss im Spiel, nur in einer anderen Farbe. Wir erreichen den Imperator, der aber abhaut und uns Markus auf den Hals schickt. Der sieht aber auch keine Sonne und sprengt sich, als auch die ganze Festung in die Luft. Bevor uns die Explosion allerdings erwischt, kommt uns der Pilz samt Flammi zur Hilfe, denn der Kleine ist ein ordentliches Stück gewachsen und auf den Rücken des Drachen fliegen wir zum nächsten Part von Lost in Game Translation.